Unser nächstes Thema, Autofahren mit Wasserstoff, mit einer Brennstoffzelle. Schauen Sie mal, was für ein alter Hut das ist. Das ist ein General Motors Transporter aus den 60er Jahren, noch schön in Schwarz-Weiß. Ein Bus, der mit Wasserstoff fuhr. Leider war die Brennstoffzelle so schwer, dass man nichts zuladen durfte in einen Transporter. War also nicht ganz marktreif. Doch die Autobauer glaubten weiter an diese Technik. Daimler Chrysler zum Beispiel äußerte sich im Jahr 2005 so. Wir halten es für möglich, dass etwa 2015 insgesamt 100.000 Brennstoffzellenfahrzeuge auf der Straße fahren werden. Ja, falsch gerechnet. Aus 100.000 Autos wurden 400. Gerade mal so viele Autos fahren derzeit mit dieser Technik bei uns. Das zeigt, Wasserstofftechnologie wurde völlig vernachlässigt. Aber warum eigentlich? Wasserstoff ist sauber, man kann ihn sogar speichern. Und deswegen ist er, laut Experten, ein Muss für die Energiewende. Wir haben uns mal angeschaut, warum andere Länder auf diese Technik setzen und warum sie es bei uns so schwer hat. Mit diesem Auto ist für Friedhelm Hofmann ein Traum in Erfüllung gegangen. Denn schon immer wollte er nur mit Wasserstoff im Tank unterwegs sein. Weil ich der Wasserstoff als Antriebsart einfach überragend finde. Ja, es kommt aus dem Auspuff nur Wasserdampf raus. Es ist ungiftig. Bislang fahren in Deutschland nur rund 400 Autos mit einer Brennstoffzelle. Noch sind die Autos teuer, kosten rund 60.000 Euro und mehr. Friedhelm Hofmann fühlt sich wie ein Pionier. Man muss auf jeden Fall vorausschauend fahren. Also man muss auch immer gucken, dass man noch vielleicht die nächste Tankstelle auch noch erreichen würde. Hier in Norddeutschland ganz klar. Erst 12 Wasserstofftankstellen gibt es in Norddeutschland momentan. Hier zeigen sich für Hofmann die Vorzüge dieser Technologie. Eine Tankfüllung dauert weniger als 4 Minuten und kostet rund 48 Euro. Ich komme ungefähr 500 Kilometer weit. Das ist eigentlich in jeder Lage. Langfristig ist diese Technik nur dann sinnvoll, wenn der Wasserstoff CO2-frei produziert wird. Doch wie soll das gehen? Aus Windenergie lässt sich Wasserstoff herstellen. Und Windstrom gibt es im Norden häufig mehr als genug. An windreichen Tagen müssen sogar häufig ganze Windparks abgeschaltet werden, weil die Leitungen bereits voll sind. Rund 5 Terawattstunden Ökostrom konnten so alleine im vergangenen Jahr nicht produziert werden. Mit diesem Überschussstrom ließen sich 750.000 Wasserstofffahrzeuge betreiben. Für jede Abschaltung müssen Stromkunden Entschädigungen an die Betreiber von Wind- und Solaranlagen zahlen. Die Summe dafür hat sich seit 2009 mehr als verhundertfacht, auch weil es mehr Anlagen gibt. Das heißt aber, vereinfacht gesagt, wir zahlen immer mehr Geld für Strom, der gar nicht produziert wurde. Ove Pedersen will genau hier ansetzen und den überschüssigen Windstrom nutzbar machen. Auf seinem Betrieb bei Husum hat er diese Versuchsanlage aufgebaut. Das ist ein Elektrolyseur, der aus Strom Wasserstoff herstellt. Also der spaltet mit der Stromspannung Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff und ja, den kann man speichern damit. Der Wasserstoff landet dann in einem solchen Tank. Doch beim Versuch wird es nicht bleiben. Ab diesem Herbst wird das staatlich geförderte Pilotprojekt in die Praxis umgesetzt. Wir installieren an 5 Standorten hier in Nordfriesland so einen Elektrolyseur, wie wir ihn hier sehen. Und diesen Windstrom nutzen wir dann, um Wasserstoff herzustellen und fahren den Wasserstoff dann zu 2 Tankstellen. Eine davon ist in Husum installiert und eine wird in Niebel installiert werden. Und mit diesem Wasserstoff werden wir dann 2 Wasserstoffbusse, die wir mit in diesem Projekt auch finanzieren, dem öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung stellen. Die Umwandlung von Strom in Wasserstoff kostet zwar Energie, doch aus der Sicht von Ove Pedersen ist das kein Problem mehr. Es geht gar nicht so viel Energie verloren bei der Umwandlung von Strom in Wasserstoff. Eigentlich gar nichts. Der Wasserstoffanteil ist ungefähr 75%. Also sprich, 75% der Windenergie landet im Wasserstoff. 25% der Windenergie landet im Wärmenetz. Weil wir können hier aus unserem Elektrolyseur eben Wärme auskoppeln und das eben der Nahwärmeversorgung zur Verfügung stellen. Klingt gut, ist aber ein Einzelprojekt. Die Bundesregierung investiert hunderte Millionen Euro in Projekte wie dieses. Doch ein großer Plan steht offenbar noch nicht dahinter. So ist die Umwandlung von Überschussstrom in Wasserstoff für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier keine Lösung.
Ein Interview will er uns dazu nicht geben. Schriftlich heißt es aus dem Ministerium, Elektrolyseure seien teure Anlagen. Für den wirtschaftlichen Betrieb benötigten sie eine möglichst hohe Auslastung. Mit Überschussstrom ist aber eine hohe Auslastung nicht zu erreichen. Dafür gibt es zu wenig Überschussstrom. An verschiedenen Orten. Die Lösung sei der Netzausbau, der den Windstrom von Nord- nach Süddeutschland bringen soll. Doch diese Kabel werden frühestens Mitte des nächsten Jahrzehnts ausgebaut sein. Der Hamburger Wirtschaftssenator Michael Westhagemann widerspricht dem Bundeswirtschaftsminister. Er meint, so lange können wir nicht warten. Wir treffen den Senator am Rande einer Veranstaltung zu E-Rennwagen. Dass wir Windräder abschalten, obwohl wir Strom gewinnen könnten, ist doch volkswirtschaftlich nicht vertretbar. Wir werden in den nächsten Jahren nämlich nicht die Verbindung von Nord- nach Süddeutschland hinbekommen. Wir reden immerhin von 7000 Kilometer Netzanbindung. Und wir haben gerade in den letzten Jahren erst 700 Kilometer geschafft. Also kann die Antwort darauf nur sein, wir müssen handeln. Und dieses Handeln heißt für mich nämlich hier in Norddeutschland verstärkt auf die Wasserstoffproduktion zu setzen. Zusammen mit allen anderen norddeutschen Bundesländern will er nun in Berlin für Wasserstoff werben und einen Anfang machen. In der Schweiz ist man schon weiter. Hier nutzt man den Überschussstrom bereits. Energie aus diesem Wasserkraftwerk wird häufig zu Wasserstoff. In diesen Tanks gelangt er dann zur Tankstelle. Es ist natürlich so, dass der Strombedarf im Netz nicht immer gleich ist, sondern es gibt eben Phasen, wo ich sehr viel Strom im Netz brauche und da kann ich den Elektrolyseur abschalten. Und wenn ich eben weniger Strom brauche, kann ich hier den Strom umsetzen, speichern, zwischenlagern. Mit dem Wasserstoff fährt dann zum Beispiel dieser LKW. Das Fahrzeug ist einmalig, ein Prototyp, gebaut im Auftrag von Coop, einem großen Einzelhandelsunternehmen in der Schweiz. Beat Hirschi und Jörg Ackermann wollen ambitionierte Klimaziele umsetzen. Ihre Firma soll schon in 4 Jahren komplett CO2-neutral sein. Das geht nur mit sauberen LKWs. Batterie-LKWs waren nicht die Lösung. Wasserstoff ist besser, wenn man die Infrastruktur betrachtet, wenn man die Reichweite, die Betankzeiten anschaut. Es ist speicherbar. Es ist aus unserer Sicht absolut das Beste. Doch ein Wasserstoff-LKW war in Europa schwer aufzutreiben. Offenbar kümmern sich viele Hersteller noch nicht ernsthaft um diese Technik. Wir haben alle Fahrzeughersteller in Europa, alle bekannten Fahrzeughersteller besucht auf Konzernleitungsebene. Und niemand wollte für uns einen solchen LKW bereitstellen oder herstellen. Doch die Schweizer ließen nicht locker. Um etwas erreichen zu können, entstand eine beispiellose Allianz aus mittlerweile 17 Schweizer Einzelhändlern, Transport- und Tankstellenunternehmen. Viele davon sind sogar Konkurrenten. Zusammen schlossen sie einen Deal mit Hyundai. Die Koreaner liefern ab Ende des Jahres bis 2023 1000 Wasserstofflastwagen in die Schweiz und stellen sie den Unternehmen gegen Bezahlung zur Verfügung. Die Schweizer bauen ein Wasserstofftankstellennetz im ganzen Land auf, wo wiederum die LKWs tanken. Das soll sich für alle lohnen. Es ist ein gesellschaftliches Thema, dass wir hier CO2-frei werden. Da haben alle die gleiche Thematik und insbesondere die Transporteure, die suchen nach Lösungen, um das CO2 von der Straße zu bringen. Was ihnen fehlt, ist die Technologie. Und hier bringen wir eine Technologie, ich sage mal, zum gleichen Preis und zum gleichen Leistungsvermögen wie ein Diesel-LKW auf die Straße. Und das ist natürlich ein überzeugendes Argument, dass alle auch bereit sind, da mitzumachen. Die Wasserstoff-LKWs werden auch dadurch erschwinglich, weil für sie weniger staatliche Abgaben anfallen als für Diesel-LKWs. 1000 Lastwagen, die nicht die Luft verpesten. Die Schweizer sind stolz auf ihr Projekt, das auch hier als Vorbild dienen kann. Ja, und die Bundesregierung hat bis Ende des Jahres eine eigene Wasserstoffstrategie angekündigt. Endlich kommt Bewegung in die Sache. Wir sind eins. ARD.